Hallo und herzlich willkommen bei Jurassic World, wie heißt es, Evolution. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, Forschung abgeschlossen, ACU-Nachladetempo, das ist genau das, was wir wollten. Öffnen Sie das Tor. Okay. Die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Warum ist der Keratosaurus eine Gefahr für die Gäste? Ich habe mir gerade ihn angeschaut. Er guckt raus. Also er ist, glaube ich, immer noch eine Gefahr für die Gäste, weil sehr dumme Gäste hier in dem Gehege sind. Kann das sein? Liebe Zuschauer, jetzt kamen die letzten Tage... Ja, da ist ein Dino, da ist ein Gast. Es kamen die letzten Tage keine Folgen, was daran lag, dass ich... Ja, der Gast wird gefressen. Ich finde das auch so interessant, dass das null Auswirkungen auf meinen Park hat. Ich meine, hier sterben Menschen und meine Parkbewertung geht nicht runter. Oder geht sie runter durch das Sterben? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, keine Ahnung, es strömen hier immer noch tausende Besucher in den Park. Und eigentlich, wenn ich erfahren würde, irgendwie, dass ein Zoo oder ein Dinosaurierpark, in dem ich gehe, regelmäßig Menschen sterben, dann würde ich da eventuell nicht hingehen. Also entweder können die Anwälte unseres Parks das sehr gut geheim halten. Oh, Soundeffekt, wo? Warum suchst du jetzt auf den Dinosaurier? Wo? Da ist ein... Oh Gott. Okay, Moment. Warum ist der... Oh Gott. Naja, liebe Zuschauer. Das ist ja unsere Quest. Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen. Aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. So, wir haben das mit dem Betäuben ja schon alles gemacht. Deshalb lassen wir das jetzt hier den Helikopter machen. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Wo ist die Ranger-Station hier? Ne, wo war die Ranger? War das die Ranger-Station? Die sollen bitte den Zaun hier reparieren. Das geht ja gar nicht. Was ich sagen wollte, warum in den letzten Tagen keine Aufnahmen kamen, war halt... Wo ist denn jetzt der Dino? Ach, da ist der Dino. Ah, okay, der Dino ist betäubt. Boah, ich werde hier die ganze Zeit unterbrochen von Sachen, die im Spiel passieren. Gerade passiert aber auch echt ein bisschen was. Und zwar... Das war T, oder? Transportteam. Und bitte in das Gehege zurück. So, jetzt, boah, wie mich das Spiel die ganze Zeit... Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gebracht. So, was ich sagen wollte ist... Ich glaube, wir sollten auch einen zweiten von dem machen. Ich glaube, das könnte gar nicht... Ach, der ist schon fertig. So. Die können dann auch den schon mal betäuben direkt. Ich wollte nämlich sagen... dass ich eine geräuschlose Maus bestellt habe. Das ist das, was ich sagen wollte. Der Brontosaurus wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Denn ich persönlich habe an Let's Plays oder versuche ich an Let's Plays immer die Ansprüche zu haben, die ich selbst auch an Let's Plays habe. Und einer dieser Ansprüche ist halt, dass ich Tasten geklicke, extrem nervig finde. Das ist halt so eine Sache. Produkt wird eingesammelt. Da kann man, glaube ich, auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber... Verstanden. Ich finde Tastengeklicke halt mega nervig. Deshalb habe ich eine geräuschlose Maus bestellt. Deshalb sollte man jetzt kein lautes Mausgeklicke mehr hören. Zumindest ist das das Ziel, sage ich mal.
Und hier brüten wir mal noch mehr Dinos aus. Aber wie gesagt, das war halt eine der Sachen. Oh Gott, ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Es tut mir echt leid. Sturmabwehrstation ist jetzt verfügbar. Wunderbar. Jetzt kriegen wir echt nochmal eine Menge Sachen rein und die labern auch die ganze Zeit. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die. Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. So, wir müssen jetzt die ganzen Dinosaurier halt wieder rüberschicken. Nacheinander halt. So, den können wir schon mal freilassen. Denn davon will ich ein paar mehr machen, weil das sind kleine Dinos. Die sollen halt dann natürlich da sein. Also, ich habe eine geräuschlose Maus bestellt, weil ich finde das Geräuschklicken recht nervig bei Mäusen gerade. Also, wenn es ab und an mal klickt, ist es halt ja nicht so schlimm. Aber ich sag mal, wenn es wirklich dauerhaft klickt, dann ist das halt irgendwie schon nervig. Zumindest finde ich das nervig. Und deshalb habe ich, wie gesagt, eine geräuschlose Maus bestellt. So. Aber das Problem ist, dann kam die an und da habe ich gemerkt, oh Gott, ich habe hier überhaupt keine... keine Batterien zu Hause. Dann habe ich Batterien gekauft, so diese kleinen normalen Standardbatterien. Und dann haben die Batterien nicht gepasst, weil dieser fucking... Die Maus braucht diese größeren dicken. Also wer auch, welche Systeme auch immer das heutzutage noch, das noch verwenden. Und dann musste ich dann am nächsten Tag, weil dann war der Laden schon zu, dann die dünneren holen. Und das ist jetzt heute, Dienstag, so, wenn ich jetzt wieder aufnehmen kann. Ich war heute den ganzen Tag in der Uni, also musste da eine Menge Kram machen noch. Und wie gesagt, heute Abend nehme ich endlich wieder auf und nehme jetzt hoffentlich auch ein paar Folgen dann direkt auf. Da wird wir das alles schön machen können. So, und währenddessen transferiere ich alle Dinos hier rüber, während ich ein neues Genom, also hier meine Mission alle, machen soll. So, der Dino ist sauer, deshalb müssen wir den direkt betäuben. Zustellung abgeschlossen. Und zwar ihn. Und ihn. So, und dann können wir direkt mal den anderen wieder rüberholen. Das ist jetzt ein langes Hin und Her, aber das passt schon. Währenddessen kann ich mal schauen, wie zufrieden meine Dinos hier so sind. Also, ich benenne mittlerweile, glaube ich, auch die ganzen Dinos nicht mehr nach Namen, denn auf Dauer wird das halt... Also Gesundheit ist gut, Nahrung ist gut, Wasser ist gut, Geborgenheit ist gut, Grasland ist gut, Wald ist gut, Bestand ist gut, Sozial ist auch gut. Vielleicht könnten die ein Triceratops mehr gebrauchen, aber im Großen und Ganzen ist das gut. Dinosaurier... Na gut, das kann ich mal annehmen. Sowieso. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Nee, wo war die Anzeige? Nee, Forschung nicht. Fossilien? Nee, hier war das. Ich habe jetzt halt, wie auch gesagt, ein paar Tage halt dann nicht mehr gespielt, das Spiel. Was kriegen wir hier? Huayong. Oh, was auch immer das für ein Dino ist. Wir können das mal machen. In der Forschung könnten wir dann auch nochmal was machen. Gebäude ist was Neues. Nee, da ist nichts Neues. Kleiderladen. Das haben wir ja alles schon mal. Gebäude-Upgrades können wir vielleicht nochmal machen. Reduzierte Unterhaltskosten. Ja, das kann man vielleicht machen. Stimmt, da habe ich auch ein Upgrade bekommen. Da kann ich mal kurzerhand schauen. Kraftwerk, Upgrades. Verbesserte Leistung. Dann haben wir insgesamt für den Park mehr Strom. Oh, dann wurde er jetzt hier auch hingestellt. Das ist schön. Das ist mal ein bisschen was, was hier so animiert ist, weil das finde ich ehrlich gesagt auch schade. Man kann zum Beispiel die Besucher leider ja zum Beispiel gar nicht anklicken, also irgendwie gibt es ja keine Interaktionsmöglichkeiten. Und zum Beispiel haben wir hier das Fastfood-Restaurant, ja. Da ist halt auch irgendwie so, die gehen halt rein, aber da fehlt mir irgendwie so Detailverliebtheit. Irgendwie miteinander agierende Besucher, irgendwie mehr Animation, irgendwie so ein bisschen... zu kleinliches, da ist hier irgendwie ein Verkäufer und der bedient die Leute, das ist irgendwie alles ein bisschen hier halt sehr steril und minimalistisch dann auch, dargestellt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade.
Aber gut. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, wir sollten ja noch ein Triceratops machen. Das können wir machen. Und ich glaube auch noch einen Edmontosaurus, weil ich glaube, die brauchen noch ein bisschen mehr. Und dann schaue ich mir halt nochmal an, wie das so hier in dem ist. Also die Struthiomimus, die haben eigentlich sozial, könnte noch ein bisschen mehr sein. Also was auch immer der Unterschied zwischen Bestand und sozial ist. Sozial ist wahrscheinlich Interaktion mit gleichen Artgenossen und Bestand mit anders gearteten Artgenossen. Aber genau weiß ich das jetzt auch nicht. Der Edmontosaurus, genau da könnte nämlich sozial zum Beispiel noch größer sein. Beim Triceratops könnte sozial, aber da darf man es halt auch nicht übertreiben. Also da lässt sich ein bisschen noch was machen. Wir sollen an Fleischfresser noch ausbrüten. Das können wir vielleicht dann gleich auch nochmal machen, nochmal ein Keratosaurus. Mit dem, was sie erreicht haben, können wir, oh, das Arbeit ist so einer. Also ein Ankylosaurus-artiger, auch wenn es jetzt nicht direkt ein Ankylosaurus ist. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ankylosaurus sind die mit dem Knüppel auf dem Schwanz. Wir haben hier ein neues Gebäude auch bekommen. Sturmabwehrstation bietet Gebäuden in der Nähe Schutz vor Wetterschäden. Okay, dann bauen wir das ja bestmöglichst zentral irgendwo, würde ich sagen. Da war doch gerade ganz kurz blau. Ich hab's doch gesehen. Zustellung wurde abgeschlossen. So, dann lasse ich die Dinos noch frei, den Triceratops. Mein gut, den haben wir ja schon. Und den Edmontosaurus. Danach dann halt. Und dann müssen wir die beiden jetzt auch noch betäuben. Das ist halt ein ganzes Hin und Her. Ein Geklicke und Geklicke. Was hat keinen Strom? Warum hat das Gebäude keinen Strom? Kein Umspannwerk. Sie haben da einen Triceratops ausgebrütet. Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Kommen die nicht immer ausgewachsen, die aus den Gerätschaften raus, oder nicht? Egal. Warum hat das Gerät keinen Strom? Ich habe da ein kleines Kraftwerk und da, das produziert 68. Gibt's eine allgemeine Stromansicht? Umspannwerk. Oh Gott, das ist genau halt außerhalb. Brauche ich da ein komplettes Umspannwerk oder... Ja, ich brauche wahrscheinlich ein komplettes Umspannwerk. Gut, optimal ist das jetzt nicht. Aber was soll man machen? So, jetzt müsste die Anlage auch Strom haben. Neues Genom, das ist jetzt auch schon mal eine Arbeit. Dann können wir wieder mit dem Transportheli jetzt hier mal den rüberziehen. Hier sind da drei Triceratops drin und dann müssen wir den anderen noch auch betäuben. Weil hier ist da noch ein Edmontosaurus oder so drin, oder wo auch immer er ist. Da. Weil im Moment sollte der nicht allzu zufrieden mit der Situation sein. Und dann können wir nochmal einen Keratosaurus für das Gehege hier machen. Und dann sieht der das doch schon ein bisschen gefüllter aus. Weil die Struthiomimus, die sind gesund, die haben Nahrung, die haben Wasser, die fühlen sich geborgen, die haben Gras, die haben Wald. Bestand und Sozial ist auch super. Wahrscheinlich könnte es nochmal ein bisschen mehr Struthiomimus sein. Triceratops fühlt sich insgesamt auch wohl, das ist doch schön. Und auch die Edmontosaurier fühlen sich auch wohl. Auch da könnte es ein bisschen mehr sozial sein. Ich glaube, das sind ja Herdentiere. Das könnten echt mehr Massen sein. Die Triceratops erreichen wahrscheinlich drei. Könnte ich noch ein bisschen mehr machen. Aber wir wollen ja jetzt dann passend trotzdem nochmal ein Keratosaurus ausbrüten. Denn der fühlt sich eventuell auch ein bisschen alleine, die gute Lucy. Sozial. Oh, das ist aber auch nicht groß. Ich meine, es könnte vielleicht ein Keratosaurus mehr sein. Vielleicht sollte man es da nicht übertreiben.
Wir haben auch von dem 73%. Moment, wir haben ja auch, das können wir direkt auch nochmal machen. Moment, was können wir hier machen? Wir können den Skin wechseln, aber haben keinen anderen Skin, okay. Haben wir bei dem Ranger einen anderen Skin? Da haben wir, also wir haben theoretisch andere Skins, haben sie aber noch nicht freigeschaltet. Sogar den Original Jurassic Park Skin, das ist schön. Das gefällt mir. So, wir könnten das Parkteam nochmal hier hinschicken, weil wir sollen ja neue Echse, also neue Dinosaurier erforschen. So, und dann könnten wir nochmal ausbrüten ein Keratosaurus. Bei dem verwenden wir kein modifiziertes Gen. Wir können mal schauen, was wir da modifizieren können. Und zwar können wir am Aussehen nichts ändern. Wir könnten an der Belastbarkeit was ändern. Und zwar gute Verdauung, die wir die Lebenserwartung erhöhen. Die Lebensfähigkeit geht ein bisschen runter, aber ansonsten ist es eigentlich nur ein Vorteil. Dann lassen wir das mal. Der wird uns schon hier nicht kaputt gehen und dann brüten wir den mal aus. So. Hier ist die gute Lucy. So, wir können dann mal schauen, wie bei der Beobachtungsgalerie ist. Die hat 84 Gäste. Einsichtbare Dinosaurier mit Strom versorgt. Das ist schön. Da gehen hoffentlich viele Besucher hin. Ich meine, der ist halt meistens hier bei der Futterstation hier unten. Transport abgeschlossen. Hier die Beobachtungsstation hat 97 Gäste, sichtbare Dinosaurier 7. Also das ist auf jeden Fall eine gute Futterstation. Ich finde übrigens echt schade, dass man halt nicht mehr selbst die Attraktion sich bedienen und sich anschauen kann. Aber gut. Man kann halt nicht alles haben. Es ist die Frage, ob so eine Aussichtsplattform sich hier nochmal lohnen würde. Da wird man nochmal von der anderen Seite gucken. Aber gut, ich glaube im Moment reicht das. Also wie weit ist der? Ach, der dauert ein bisschen. Der Keratosaurus. Gut, was könnte ich noch machen? Ich könnte mal schauen. Bei den Gästen. Was haben wir da? Also Schutzraum habe ich. Hotel habe ich. Ich glaube einen Souvenirladen habe ich auch. Moment, da könnte ich mal bei den ganzen Sachen so schauen. Wir haben hier einen Kleiderladen. So, der macht 65 Gewinn pro Minute. Das ist, wenn wir das Shirt verkaufen, dann macht er Verlust. Dino Overall macht er noch mehr Verlust. Okay, Hut macht Gewinn. Verkaufen für... Macht mehr Gewinn, macht mehr Gewinn. Okay. Es geht ja fast... Okay, das ist Maximum. Okay. Okay, wir haben auch neue Fossilien. Was haben wir hier? Das können wir verkaufen. Ach nein, das können wir nicht verkaufen. Das ist ein Bernstein von dem Dino. Das extrahieren, das können wir verkaufen. So. Ja, dann schicken wir die da direkt nochmal hin. Ich meine, auch wenn das erschöpft ist, besser als gar nichts. So, der Souvenirladen. Was verkauft der? Barbasol, Nachtsichtgerät. Ja, wir lassen mal die Box. Und verkaufen für 147, wie wir halt am meisten Gewinn machen. Oh ne. 483. Oh Gott, da geht's wieder hoch, na. Okay, 409 ist das Maximal, was wir da rausschlagen können. Und da machen mehr Mitarbeiter eher Minus. Dann belassen wir es da auch bei einem Mitarbeiter, so. Haben wir den Souvenirladen hier. Wobei Souvenirläden ja meistens am Ausgang am besten sind. Aber gut, jetzt haben wir ihn da platziert. Wir werden auf der Insel ja sowieso nicht unendlich lange bleiben. Rangerstation, was haben wir hier? Fossilienzentrum. Fastfood-Restaurant. Verkaufen wir Dino-Speise. Wir machen pro Minute Gewinn 84. Ich glaube, das kann man auch noch erhöhen. 181, ja, das kann man auf jeden Fall noch sehr gut hier sogar in die Höhe treiben. Uiuiui, das ist auf jeden Fall... Oh Gott, nein, 1300. Okay, das ist, glaube ich, das Maximum. Für 38 und dann kann man auch nochmal gucken, ob sich mehr Personal lohnt. Okay, nee. Zwei Personal reicht da, vielleicht sogar eins. Ja, okay, das nimmt sich nicht viel, dann nehmen wir zwei, dann sind die nicht so belastet. Dann sind die nicht so krass belastet. So, wie geht's den Dinos hier mit
Drei Spawn Worte. Die. Auftrag? Sie? Ja. Was muss ich denn machen? Bauen und verbinden und Strom. Hotel. Ja, okay, dann bauen wir mal ein Hotel. Gebäude führen zu mehr Möglichkeiten. Schlagen Sie zu. So, aber das Hotel baue ich erst in der nächsten Folge, liebe Zuschauer, denn die Folge hat sich jetzt auf dem Ende genaht. Schaut in der nächsten Folge wieder rein. Bis dann, euer Andi. Ciao. Ciao.